Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KaiSana auf Wikisana. KaiSana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema Brustkrebs auf der Liste. Wir möchten mal darüber reden, wie erfolgreich gewisse Therapieformen sind im Zusammenhang mit Brustkrebs, aber auch, was eigentlich so die Ursachen sind hinter Brustkrebs. Und dazu habe ich einen guten Freund des Hauses einladen dürfen, der sehr, sehr erfolgreich ein 3E-Zentrum in Stuttgart führt und so vielen Patienten schon helfen durfte. Ich möchte heute aus seinem Erfahrungsschatz profitieren und hoffentlich Ihnen ganz wertvolle Informationen nach Hause tragen dürfen. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen. Das ist nämlich der Lothar Hirneise. Ganz herzlich willkommen, lieber Lothar. Hallo Alexander, danke, danke. Ja, jetzt mal zu dem Problem Brustkrebs. Trifft ja sehr, sehr viele Damen, sehr, sehr viele. Ich habe auch mal gesehen, die Statistik explodiert ja nach oben, es wird immer mehr. Ja. Hat man sich da auch schon gefragt, warum es immer mehr wird? Ja, also mehr ist sicherlich durch die sogenannte Frühdiagnostik, ja, wird es mehr. Aber wenn wir jetzt mal, ich mag ja immer Zahlen auch, ja, wenn wir die Zahlen anschauen, sind wir ja bei, also in Deutschland, jetzt nur in Deutschland, bei über 55.000. Ja, die jedes Jahr neu hinzukommen. Ja. Also, ich habe mal gelesen, das ist eine Menge Holz. Jede Dame über 50 Jahre entwickelt zu 50%. Ja, also stimmt das auch so? Ja, also über 50 oder über 55 gibt es manche Studien, ist es eine verdammt hohe Zahl. Da ist deine Chance sehr, sehr hoch. Überhaupt, ich sage mal weibliche, wenn man jetzt noch Eierstock und Ovarial und Gebärmutterkrebse noch dazu zählt, ist es extrem hoch, ist extrem hoch, ja. Das Meer muss man natürlich, da sind viele verrückte Dinge passiert. Jeder kennt den Begriff der Mammographie, ja. Und da wurde einfach, die Frauen werden verrückt gemacht mit Mammographien, ja. Jetzt wissen wir heute, dass Mammographien eigentlich in Bezug auf Überlebenszeit gar nichts bringen. Null. Sie bringen nur in Bezug auf Frühdiagnostik etwas. Und hier ist schon mal der erste Denkfehler bei Mammakarzinomen. Man denkt, wenn man die früher entdeckt, lebt man länger. Ist natürlich in einer Zeitlinie durchaus zu verstehen, ist ja klar. Jetzt angenommen, alle Frauen, die nichts machen, nur mal rein statistisch gesehen, die 10 Jahre sterben 100% aller Frauen, die nichts machen. Ja, dann ist es ja klar, wenn ich jetzt durch Mammografien die Frauen im Jahr 2 entdecke schon, statt früher im Jahr 6, ja, und die jetzt von 2 bis 7 5 Jahre leben, weil logischerweise alle nur in 5-Jahres-Rhythmus gerechnet wird in der Onkologie, ist ja klar, dass viel, viel mehr Frauen heute Brustkrebs überleben, weil es früher entdeckt wird. Ja, ja. Das ist ein Gesetz der Statistik. So. Aber jetzt hat man, es gibt 2 Megastudien in Amerika und eine, wo ich mich noch erinnere, in Dänemark. Sicherlich gibt es noch viel mehr, aber die 3 kenne ich jetzt gerade auswendig. Da hat man Folgendes einfach getan. Man hat in Amerika die Counties, sagen die ja, ihre Länder, ja, in Counties eingeteilt. Da hat man Mammographie gemacht, da hat man nicht Mammographie gemacht. Ja? So. Jetzt hat man da wo Mammographie gemacht wurden, hat man 25%, genauer gesagt waren es 4 statt 3 pro, ich weiß nicht wie viel Tausend, hat man entdeckt. Ja? Also man hat dort eben mehr Frauen mit Brustkrebs entdeckt. Und so konnte man auch früher therapieren. Jetzt hat man aber nach ein paar Jahren mal untersucht, wie viele sind in diesem County an Brustkrebs gestorben und in diesem County an Brustkrebs gestorben. Und dann kam raus in allen 3 Studien, dass dort, wo keine Mammographien waren, das entweder gleich oder sogar etwas weniger war. Macht zuerst mal gar keinen Sinn, oder? Wie kann denn das sein? Jetzt habe ich den Brustkrebs früher entdeckt, dann müssen doch auch da das einfacher zu therapieren war, durch OP oder durch Chemobestrahlung, müssen doch auch viel weniger Frauen gestorben sein. Das Problem bei Brustkrebs ist, es gibt
verschiedene Brustkrebsarten, sogenannte duktale Karzinoma in situ, das heißt, was aus Brustdrüsengewebe, aus Gängen, aus verschiedenen Arten im Brustkrebs. Das ist schon mal die Unterscheidung, die nicht gemacht wird. DECIS, also dieses duktale Karzinoma in situ, wird teilweise in Statistiken reingenommen. In Amerika war es auch so, früher war es immer drin, jetzt auf einmal in Brustkrebsstudien sind diese gar nicht mehr drin. Und was war bei diesen Studien passiert? Ganz einfach. Dort, wo keine Mammografien gemacht wurden, sind natürlich gleich viel Frauen an Brustkrebs, haben auch, die, auch vier und nicht drei gehabt. Ja? Aber die sind einfach wieder zurückgegangen. Die Frauen haben das gar nicht gemerkt. Oder sie haben es gemerkt, haben nichts gemacht. Aber der Tumor ist einfach wieder zurückgegangen. Man denkt ja immer, dass jeder Tumor einen übermorgen tötet. Ja? So wird es ja mit Hollywood-Filmen und durch Onkologen den Menschen beigebracht. Aber so ist es eben nicht. Ja? Tumore, die kommen und gehen. Also Tumor heißt ja auf Deutsch nichts anderes als Schwellung. Und dann ist direkt es schon nicht übersetzt, mehr so dramatisch, ja, oder? Es ist eine Schwellung, es ist eine, ich sage mal, eine Verdichtung von Gewebe, wenn man so sehen möchte. Und that's it, weißt du mal, es ist nicht mehr. Es ist nicht so, dass wenn du da irgendwo in deiner Prostata was hast, dass du übermorgen tot bist. Überhaupt gar nicht. Ja? Und deshalb hat man auch in diesen Studien gesehen, ja halt mal, in der Gruppe, wo gar keine Mammografien gemacht wurden, da logischerweise gleich viel Frauen Brustkrebs hatten, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass, was weiß ich, in Iowa weniger wie in Florida oder irgendwo in Kanada im County ist. Ja? Die haben gleich viel Brustkrebs, aber da stirbt man stirbt einfach nicht so dran. Das war schon, ist schon mal das Erste. Und das ist auch das Verrückte in Statistiken. Ja? Dann gibt es in Deutschland durchaus ein paar gute Statistiker. Und wenn man damit mal hinschaut, wenn man die Überlebenden vom Brustkrebs von 1986 bis 1992 betrachtet und dann betrachtet man vom Jahr 2000 bis 2008, dann sind komischerweise von 1986 bis 1992 weniger Frauen, die therapiert wurden, an Krebs, an Mammakarzinom gestorben wie später. Wirklich? Ja, aber jetzt ist doch so, lesen wir nicht jeden Tag, wie viel neue tolle Therapien es gibt und neue Antihormontherapien und neue Antikörpertherapien und was weiß ich was. Ich sage es mal knallhart, es gibt hier null Fortschritt. Mhm. In den letzten 30 Jahren nichts mit all diesen wunderbaren, tollen Medikamenten. Ja. Es gibt viele verrückte Dinge. Ich sage mal ein zum Beispiel. Eine ganz schlechte Prognose sind sogenannte triple-negative Mammakarzinome. Was bedeutet das eigentlich? Triple-negativ heißt einfach, der Pathologe schreibt in seinen Bericht rein, dass es keine Anfärbungen und über so Tests, wie man das heute macht mit dem Biopsiematerial, da ist nichts für Östrogen, für Progesteron, für HER2, also das sind so Rezeptoren. Das ist alles 0% oder ein paar Prozent. Also das, da gibt es keine Medikamente, wo das anspricht. Ja? So. Jetzt ist es ja aber richtig schizophren, weil sind es nicht die gleichen Onkologen und Pathologen, die immer behaupten, dass hormongetriebene Mammakarzinome ganz schlecht sind. Und wenn die jetzt, also Östrogen sehr hoch ist und wenn HER2-Rezeptoren sehr hoch sind, dann muss man da jetzt, was weiß ich, Herzeptin geben oder man muss Tamoxifen geben. Das sind so die häufigsten Antihormon- und Anti-HER2-Medikamente. Und dann ist es super und dann ist es gut. Aber es ist ganz schlecht, wenn es hormongetrieben ist, ja, weil man dann mit diesen Medikamenten arbeiten muss. Aber statistisch gesehen ist es komischerweise so, dass die Prognose für die, wenn es nicht hormongetrieben ist, viel schlechter ist. Hat mir keinen Sinn gegeben, habe ich mir lange drüber Gedanken gemacht. Und dann bin ich draufgekommen, man muss dann nur die Leitlinien, sogenannten Leitlinien für Mammakarzinom angeben. Wenn man jetzt nämlich nicht antihormonell und nicht mit Herzeptin arbeitet, dann wird viel mehr Chemotherapie und viel mehr Bestrahlung gegeben. Mhm. Dann wird da voll reingehauen. Und komischerweise die, die das volle Chemotherapie- und Bestrahlungsprogramm kriegen, die haben mit Abstand die schlechteste Prognose. Müssten die nicht die beste Prognose haben? Sie haben keinen hormongetriebenen Tumor und sie haben doch die zwei besten onkologischen Therapien bekommen, die wir haben.
Und trotzdem sterben die deutlich, also in den Statistiken, deutlich öfters wie die anderen. Ja. Dann, wenn man die ich nenne es ja teilweise Tricksereien der Statistiken da bei Mammakarzinome anschaut, den Frauen wird ja so erzählt, man hat da, ich weiß nicht, über 80% und also sieht auch ganz gut aus. Und die Zahlen sehen ja auch gut aus. Warum? Weil erstens werden all die Tumore eingerechnet, die sowieso nie die Frauen getötet haben, also wie ganz viele Dezis-Tumore. Und dann wird ja durch die frühe Mammographien ganz kleine Tumore entwickelt, die die Frauen in den nächsten 5 Jahren, auch wenn die nichts gemacht hätten, sowieso nicht getötet hätten. Ja? Und viele davon wären ja sogar wieder zurückgegangen. Ja? Also die fließen jetzt auch in diese Statistik hinein. Und deshalb sehen die Statistiken, gerade durch frühe Entdeckungen, die sehen unglaublich gut aus. Ja? Wenn man jetzt aber die 7- oder 10-Jahre-Statistiken anschaut oder wenn man anschaut bei Rezidiven und so, dann wird aus 80% auf einmal nur noch 8-12%. Schießt es komplett runter. Ja? Die überleben fast alle gar nicht. Ja? Da sterben also 90% im Durchschnitt der Frauen mit Brustkrebs, sterben dann auf einmal. Ja? Also so gut können die Therapien dann doch wieder nicht sein. Ja? Oder? Ich bin zum Beispiel kein großer Freund dieser ganzen antihormonellen Denkweisen. Ja? Weil, warum? Diese ganze Antihormonblockaden, diese ganze Idee kommt aus dem Labor. Ich mag das nicht. Ich sage es jetzt einfach mal ganz direkt. Ich mag nicht immer dieser Gedanke, dass das, was im Labor bei Mäusen funktioniert oder in Agar-Agar-Schalen, dass man das einfach umsetzen kann auf Frauen. Ja? Überhaupt gar nicht. Und wenn ich zum Beispiel an Herzeptin denke, da ist die sogenannte OS-Overall-Survival-Rate, ja, die ist nach 5 oder 10 Jahren, ist die genau gleich, ob du das Zeug nimmst oder nicht. Ja? Oder Antihormontherapien wie Tamoxifen und alles, die erhöhen dann also unglaubliche Probleme mit deinen Arterien, mit deinen Venen, deinen Nerven, teilweise auch sogar Neuropathien, oder sie erhöhen die Chance, dass du einen anderen Krebs, in dem Fall Gebärmutterhalskrebs, bekommst, ums Doppelte und Dreifache. Ja? Also man muss sich gut überlegen, das zu nehmen. Oder ich sehe ja auch die ganzen Tricksereien mit den Pharmafirmen. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, da haben sogar Pharmafirmen noch geschrieben und in den Studien, antihormonelle Therapien länger wie 1 oder 2 Jahre, also 2 war das absolute Maximum, zu nehmen, ist Nonsens, weil das funktioniert, kann dann gar nicht mehr funktionieren. Ja? Heute ist 5 Jahre, 10 Jahre ganz normal. Also die Marketingabteilungen der Pharmafirmen haben da die Onkologen mit oder ohne Geld doch sehr davon in den letzten Jahren überzeugen können, dass es besser ist, dass Frauen das, ich weiß nicht wie lange, nehmen. Ja? Dann gibt es Medikamente, zum Beispiel aus Brokkoli-Extrakte, die heißen Indole-3-Carbinol, die ebenfalls antihormonell wirken, aber all diese Nebenwirkungen nicht haben. Ja? Das ist bekannt, aber jetzt ganz ehrlich, man kann leider Brokkoli-Extrakt, die kann man nicht patentieren. Mm, ja? Das ist das Sulfurafan wahrscheinlich da drin, oder? Geht nicht. Mm. Es sind mehrere Sachen, das ist eins davon, ja, richtig. Mm. Ja. Aber auf jeden Fall wirkt es definitiv, senkt es zum Beispiel die Östrogenlast. Mm. Ja? Also da wird unglaublich viel getrickst. Eins der Hauptprobleme, und da weiß ich, da wird jetzt mancher Zuschauer sagen, aber halt mal, was redet denn der? Ich warne Menschen, in sogenannte Brustkrebszentren zu gehen. Weil das hört sich unglaublich nach Kompetenz an. Ja? Also die haben ja, sie haben ja einen TÜV-Stempel, ist kein Witz, ja. Heute in Deutschland macht man ja wirklich TÜV-Stempel. Der TÜV kann probiert, also der muss dann bestimmte Anzahl an Operationen, Bestrahlungen, was auch immer pro Jahr haben. Wo die dann herkommen und Ding, ist ein ganz anderes Thema, ja. Weil was mache ich eigentlich, wenn nicht so viele Frauen in diesem Jahr kommen? Kriege ich dann den Stempel nicht oder muss ich jetzt noch irgendwie von dem und der Therapie mehr machen, damit ich den Stempel vom TÜV kriege? Ist also auch ein komisches Problem, das die da haben. Aber wie auch immer, Brustkrebszentren hört sich natürlich unglaublich an. Das Gleiche gibt es, ich weiß, in der Schweiz weiß ich es gerade nicht, aber in Deutschland gibt es auch Lungenfachkliniken. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch habt hier. Ja. Lungenliga. Lungenfachkliniken ist halt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und auch das hört sich unglaublich nach Kompetenz an. Ja. Tatsache ist, in Lungenfachklinik bekommt jeder Chemotherapie, jeder. Und er bekommt jeder eine Mischung aus Platin und ich weiß noch irgendwas. Ja? Ich habe noch nie irgendjemand gesehen, der das nicht bekommen hätte. Ja? Jeder, wirklich jeder. Jetzt ist es so, da weit über 90% der Lungenkrebskranken sterben,
muss man sich mal wirklich überlegen, wie gut all dieses Zeug da ist. Ja? So. Und bei Mammakarzinomen ist es halt so, es gibt diese S3-Leitlinie, die ziemlich dick ist bei Mammakarzinomen, weil es halt auch diese unterschiedlichen Mammakarzinomen sind. Also in welcher Größe? Metastasiert, ja, nein. Hormone positiv, negativ. Herzeptin positiv, negativ. Triple negativ, ja, nein. Und so weiter. Es gibt was bei Prostatakrebs, da hast du einen Prostatakrebs. Oder bei Darmkrebs hast du einen Darmkrebs. Aber bei Brust gibt es so unglaublich viele Untergruppen. Und in dieser S3-Leitlinie werden diese Untergruppen alle beachtet. Ja? Also ab einer bestimmten Größe wird dir vielleicht mal eine Chemotherapie nicht empfohlen, aber ganz sicher deine Bestrahlung. Ja? Und ab einer anderen Größe muss unbedingt eine Mastektomie, also eine komplette Brustentfernung. Bei der anderen kann man vielleicht brusterhaltend operieren. Also da hat es hunderte von Zeiten diese Leitlinie. Aber weißt du, was das echte Problem ist? Ich gehe da rein. Und eigentlich tut kein Arzt mich individuell therapieren, weil er schaut nur in diese Leitlinie rein. Er muss sogar, also man muss die Ärzte hier sogar in Schutz nehmen. Er muss es tun, weil wenn er es nicht tut, kann die Krankenkasse die Bezahlung verweigern. Also diese Leitlinien wurden ja erschaffen, dass die Krankenkassen im Grunde genommen besser budgetieren können, ja. Weil sie sonst nicht wissen, wie lange bleibt er im Krankenhaus. Also ist er so, ein Krankenhaus bekommt er gar nicht mehr, egal wie viele Tage du im Krankenhaus bist. Ja? Es gibt dann einen Range zwischen 10 und 30 Tagen. Und ob du 11 Tage oder 29 im Krankenhaus bist, bekommt das Krankenhaus das gleiche Geld. Das ist schon mal total verrückt. Ja? So. Und dann ist natürlich klar, das Krankenhaus muss sich an diese Leitlinien halten. Ja? Aber das ist doch nicht, was du willst, oder? Nein. Du willst doch, dass ein Arzt sich mit dir zusammenhockt und sich überlegt, was ist das Beste jetzt für mich, ja? Und das Beste behauptete einfach ist diese Leitlinie. Aber was ist denn, wenn ich dieser Leitlinie nicht entspreche? Wenn ich eigentlich eine Frau bin, wo gerade das Kind einen tödlichen Autounfall hatte? Was ist denn, wenn ich in einem Haus mit Asbest gelebt habe? Was ist denn, wenn und so weiter? Was? Es gibt da so wahnsinnig viele Gründe, warum eine Frau Brustkrebs haben könnte. Und das wird alles nicht berücksichtigt, sondern es wird nur diese Leitlinie. Vielleicht wird mal noch Avastin gegeben oder nicht. Vielleicht sagt man zu der Frau, ja, dann machen, weil sie es unbedingt nicht will, dann machen wir eben keine Mastektomie. Wir versuchen zuerst mal vielleicht noch Brust zu halten. Also vielleicht weicht man was so 5% von der Leitlinie ab. Aber ansonsten, ganz ehrlich, da brauchst du nicht zum Arzt gehen. Da könnte jeder diese Leitlinie auswendig lernen und das einfach machen. Und das ist auch etwas, was ich den Ärzten echt vorwerfe. Und ich sage dir, wieso. Ich sehe immer wieder Ärzte, die demonstrieren. Ja? Im Moment ist es auch mal wieder in Deutschland. Und für was? Für mehr Geld. Also die Apotheker haben sich ja gerade zusammengeschlossen und die Ärzte in Deutschland, weil unser unglaublich intelligenter Gesundheitsminister mal da wieder neue Ideen hat. Ja? Und jetzt wird gerade mal wieder in Deutschland demonstriert. Aber es geht nur um Geld. Es geht immer nur um Geld. Aber weißt du, wo ich noch nie Ärzte gesehen habe, die gehen auf die Straße und sagen, hört mal zu, liebes Gesundheitsministerium, liebe Krankenkassen. Ich habe 10 Jahre studiert. Ich sage jetzt mal, wie meine Kinder das sagen, fucking 10 Jahre ist eine lange Zeit. Dann habe ich Arzt im Praktikum gemacht. Ich habe eine Facharztausbildung gemacht. Ich arbeite schon seit 10 Jahren hier und habe 10.000 Patienten gesehen. Und jetzt schreibt mir jemand von der Krankenkasse vor, wie ich meinen Patienten zu behandeln habe. Das geht doch nicht. Also für was habe ich denn all diese und das ist was? Ich gelte ja immer so, wie wenn ich Ärzte nicht mögen würde. Überhaupt gar nicht. Ich bewundere Ärzte, was die lernen dürfen, was ein Ding, wie hart die arbeiten müssen, bis sie endlich einen Facharzt haben. Das ist alles harte Arbeit, verstehst? Und die sind super ausgebildet. Zwar haben sie unglaublich viel unnützes Wissen und werden unglaublich belogen, aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber nichtsdestotrotz, sie haben doch unglaublich großes Wissen und ganz viel Arbeit auf sich genommen, damit irgendwelche, ich nenne das mal auf Schwäbisch, wir haben da einen Begriff dafür, wir nennen die Sesselfurzer, ja? Damit irgendwelche Sesselfurzer von der Krankenkasse eine Leitlinie erstellen
Und jedem Arzt vorschreiben, wie er seine Patientin mit Brustkrebs zu therapieren hat. Da bin ich voll bei dir. Ich finde, die Erfahrungsmedizin ist viel. Das geht doch nicht. Gleichwertig, mindestens gleichwertig zu sehen, wie solche Leitbetten. Aber wo sind denn da die Ärzte auf die Straße gegangen? Ja, ja. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe auch ich lese ja die ähnlichen Magazine wie die. Mhm. Ja, ich lese ja auch viele konventionelle Magazine. Wo sind denn da die Artikel in den konventionellen, wo ein Arzt sich darüber aufregt, dass die das alles vorschreiben? Ganz selten liest man mal einen Leserbrief, was hier in so Zeitschriften wie Arzneimitteltelegramm, die ja da eher ein bisschen offener sind oder so wie jetzt Deutsche Ärzteblatt, da wird so ein Leserbrief für den Deutschen Ärzteblatt noch nicht mal veröffentlicht werden. Nein, niemand. Niemand mehr, aber lass uns jetzt die letzten 10 Minuten vielleicht bitte noch auf 2 Sachen auslenken. Die eine Seite ist, wie soll man es denn jetzt wirklich machen? Und B, und da möchte ich dich auch bitten, vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, in die Prävention. Ja. Es hat ja alles seine Ursache. Was kann man tun, dass man eigentlich die kleinste Wahrscheinlichkeit überhaupt hat, sich jemals mit einem Tumor beschäftigen zu müssen? Fangen wir mit dem Punkt an. Ja, gerne. Das ist der Schönere. Mit der Prävention ist der deutlich einfacher. Es gibt drei Hauptgründe, wo wir ja auch schon das tolle Video miteinander gemacht haben, was Krebs entsteht. Das eine sind Giftstoffe. Denen kannst du halt nur entgehen, indem du dich gut ernährst, indem du deine Umgebung anschaust, dass du keine, ich weiß nicht, was für Bleileitungen in deinem Haus hast und so weiter. Oder mal ein Blutbild machst, wie versaut du mit Schwermetallen oder sowas. Regelmäßige Entgiftung. Aber das ist ja der ganz kleine Teil, ja. Mhm. Dann gibt es die Gruppe der Traumata, also diese unerwarteten Schicksale, die dich treffen. Dem kannst du nicht entgehen. Weißt du, ich meine, das passiert halt, ja. Das sind ja alles Dinge, die passieren. Aber der Umgang damit, oder? Der Umgang damit, ja. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich jetzt komme. Was du lernen kannst, ist im Leben mit Stress umzugehen. Also wenn du ein Traumata hast, hast du ja Stress, ja. Wenn du nie gelernt hast, mit Stress umzugehen, dann trifft dich dieses Traumata 100-mal mehr. Du kommst da nicht mehr raus. Du schläfst nicht mehr, du verbrauchst nur noch Adrenalin. Du bist gefangen, ja? Und das andere ist ganz einfach eine, wie man das in der Altersforschung nennt, eine C'est la vie-Einstellung. Ja? Also auf gut Deutsch gesagt, wenn man 100-Jährige fragt, was würdet ihr anders machen? Ist an Platz 1, ich würde mir nicht mehr Sorgen machen über Dinge, die nicht eingetreten sind. Ja. Interessant. Ja, herzlich. Ganz interessanter Satz. Oh, weißt du, wie viel das ist, du? Ja. Und ganz ehrlich, der Satz hat mir ganz arg in meinem Leben auch schon geholfen, ja. Mhm. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wir machen uns fast immer Sorgen über Dinge, die noch gar nicht eingetreten sind. Vor denen wir Angst haben, dass sie kommen würden. Denk mal an Hypochonder, die immer denken, sie werden bald krank. Aber auch in der Familie, Frauen zum Beispiel, ja, sorgen sich ja unglaublich viel. Ja. Und auch wir in der Medizin wissen ja, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, da sind ja, sagen wir, 75% Frauen. Ja. Wenn ich ein Seminar mal mache, 75% Frauen. Bei uns ist, glaube ich, 65-70% der Menschen, die zu uns kommen, sind Frauen. Ja. Frauen kümmern sich einfach um die Familie, um Ding. Es sind ziemlich alte Muster, die da noch gehen. Und die einzigste Prävention, die du machen kannst, ist wirklich alle Arten von Anti-Stress-Therapien, Anti-Stress-Präventionsprogramme, all diese Dinge zu lernen. Was passiert wirklich und wie mache ich mir nicht über jeden Scheiß Sorgen? Mhm. Ich sage es einfach. Wir Männer sind da ein bisschen besser wie Frauen. Ja? Mhm. Frauen machen sich viel mehr Sorgen. Also bei Mammakarzinomen ist es ja wirklich so, es gibt ja, wenn ich jetzt an 5B denke, gibt es ganz viel sogenannte Sorgekonflikte, nennen die das. Ja. Dauke sagt ja das auch immer. Ja, ich kann das bestätigen. Ja, ganz viele Sorgenkonflikte und auch sogenannte Partnerkonflikte oder mit den Eltern und Kindern Konflikte. Mhm. Es sind mehr die Frauen, die da zu intensiv reingehen, ja, und zu viel Energie, zu viel Adrenalin verbrauchen. Mhm. Ja. Wir Männer hauen halt öfters mal etwas arg auf den Tisch, sage ich mal. Ja, aber kriegen das besser weg, im Allgemeinen wenigstens. Also was kann man präventiv wirklich tun, ist eigentlich dafür zu sorgen, dass man ein schönes Leben hat. Fassen wir zusammen, entgiften und seelisches Gleichgewicht. Ja. Ja.
Entgiften, selbst Gleichgewicht und gute Ernährung vielleicht noch am Rande. Ja. Spielt nicht für viele eine Rolle, weil wenn ich ins Altersheim gehe und sehe, was 90-Jährige essen, denke ich, dass Ernährung gar keine Rolle spielt. Ja? Aber wir wissen, dass eine elektronenreiche Nahrung, frische, und das haben die alten Leute dann doch mit frischen Äpfeln und mit was weiß ich was ihr Leben lang gemacht. Ja? Weil die haben vor 50 Jahren eben nicht aus der Dose gegessen, weil die haben wirklich auf dem Markt eingekauft. Ja? Insofern kann man auch nicht einfach sagen, weil alte Leute heute so katastrophales Essen im Altersheim bekommen, dass sie deshalb grundsätzlich, dass man sich das leisten kann. Also Nahrung spielt auch eine Rolle. Aber aus meiner Sicht, die Hauptprävention ist ganz klar, sich weniger Sorgen zu machen und Techniken, was meditativ, über Musik, über Gedankensysteme zu erlernen, wie ich runterkomme, wenn ich mich nerve. Ja. Mhm. Zur anderen Lösung bei Problemen, wir haben jetzt aber nicht mehr so viel Zeit, kann man sagen, sollte man sich einfach wirklich an einen Ganzheitsmediziner wenden, der einfach wirklich alle Aspekte... Also vielleicht der erste Punkt ist, wenn ich die Diagnose bekomme, ist mit Brustkrebs, ja, ganz, ganz betont. Mit Brustkrebs habe ich viele Wochen Zeit. Keine Panik. Es gibt keinen Brustkrebs, der schnell tötet. Habe ich noch nie gesehen. Ich betone das ganz arg, weil Ärzte ja einen wahnsinnig machen können. Ja, also wenn du nächste Woche nicht operiert und ich weiß nicht was. Ja, wir haben morgen gerade ein Zeitfenster. Wir können es morgen gerade erledigen. Ja, es ist ja auch so, was es früher nicht gab. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Aber in Deutschland ist es so, dass Ärzte ja permanent Patienten zu Hause anrufen. Ich weiß noch nicht mal, ob das juristisch in Ordnung ist. Ja. Aber das gab es früher nicht. Das ist heute Usus, ja, totaler Usus. Also der erste Schritt ist, Ruhe bewahren. Ist eine schlimme Diagnose, aber zuerst mal, an dem Ding sterbe ich dieses Jahr nicht, selbst wenn ich nichts tue. Also, jetzt habe ich mal, ich muss mir ja nicht 2 Jahre Zeit nehmen, weißt? Aber ich kann mir doch mal 2 Wochen oder 2 Monate Zeit nehmen. Ich informiere mich mal ein bisschen mehr. Ich schaue mal, ob es Menschen gibt, die irgendeine bestimmte Wege gegangen sind. Ich informiere mich über Schulmedizin, aber auch über nicht-universitäre Therapien. Und dann, was ich immer empfehle, ist, es gibt ja nur diese 3 Gründe, warum ich diesen Tumor habe. Ja? Ich mache mir mal ein Blutbild mit allen Schwermetallen und Glyphosaten und was auch immer es da gibt. Ich schaue mir an, gab es denn wirklich ein Traumata in den letzten Monaten oder 1, 2, 3 Jahren? Das weiß man ja. Was Traumata muss man, da braucht man keinen Psychologe dafür. Ich muss ja nur mein Leben mal schön rückwärts anschauen, was ist da wirklich, was mich echt hart getroffen hat. Ja? Und dann, und das ist aber der viel häufigere Grund. Ich schaue mir einfach mal an, wie viel Stress habe ich in meinem Leben in den letzten Jahren, nicht Monaten, in den letzten Jahren gehabt. Weil Adrenalinspiegel geht da nur sehr, sehr langsam runter. Ja? Also das reicht nicht, wenn du dich da mal über deine Frau nervst, dass deshalb dein Adrenalin sich verändert. Überhaupt nicht. Ja? Sondern da muss ich über eine lange Zeit eine unglückliche Ehe, jemand, den ich pflegen muss, ein Job, der mich ankotzt, jeden Tag dahin zu gehen, vielleicht Kinder, die kriminell sind, ich weiß nicht. Es gibt da 1000 Gründe, um einen permanenten Stress zu haben. Und da muss man halt ganz ehrlich zu sich sein und das anschauen. Und das ist das, was man in den nächsten 3, 4 Wochen mal tun sollte. Und dann sucht man sich erst Therapeuten, die mir helfen. Wenn ich dann immer noch Angst habe, kann ich mich operieren lassen. Ja? Die letzte Frage, die noch offen steht, ist einfach, warum haben wir viel, viel mehr als früher? Du hast das gesagt, weil wir besser hinschauen können. Ich glaube aber nicht. Ich glaube vielmehr, dass unsere Milieus heutzutage immer offener sind oder wir weniger Energie kriegen, sei es über die Nahrung oder Umwelt, weiß Gott. Also ich glaube, ja, das eine ist klar die Mammographie. Aber es gibt viele andere Gründe. Ich nenne mal 2, 3. Ja. Das eine ist sicherlich, dass unsere Nahrung, obwohl wir jetzt ja an jeder Ecke Biotheken haben, ja, aber allgemein ist die Nahrung, die nicht bio ist, extrem verseucht. Weiß nicht ein bisschen. Heute kannst du zum Beispiel schon überall Plastikartikel im Blut finden von Patienten. Das ist ja ein Wahnsinn. Mhm. Das gabst du vor 20 Jahren gar nicht. Ja? Heute kannst du richtig, richtig hohe Konzentrat von Glyphosat im Blut finden. Gab es vor 20 Jahren nicht. Ja? Die hauen einfach, weiß in der nicht biologischen Pharma-Welt, sage ich mal, da wird so viel Gift reingehauen, das ist teilweise katastrophal. Also das führt sicherlich da dazu. Transfettsäuren ist ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Wir sind überall verseucht mit Transfettsäuren oder wissen noch gar nicht, was das
das ist. Die kaufen dann, viele kaufen heute biologisches Sonnenblumenöl und hauen es in die Pfanne rein und machen eine Transfettsäure draus. Ja, lauter solche Dinge. Ja. Keine Info da. Dann gibt es etwas, das mögen jetzt die Menschen nicht hören und mögen mich für arrogant halten, aber ich sage es trotzdem. Ich erlebe die Welt, dass wir immer mehr Weicheier haben. Ich benutze mal dieses schwäbische Wort, ich habe noch kein besseres gefunden. Ja? Was bedeutet das? Ich erlebe immer mehr, dass Menschen überhaupt nicht mehr belastbar sind. Mhm. Also eine 40-Stunden-Woche ist fast schon undenkbar. Man kann höchstens noch 30, 32 Stunden arbeiten. Ja? Die ganzen Helikoptereltern, ja, die ihre Kinder zur Schule fahren, dreimal in der Woche abholen, die nur noch Chauffeure für die Kinder spielen, die Eltern haben keine Zeit mehr für sich, weil das Kind beansprucht 24 Stunden am Tag. Man kümmert sich gar nicht mehr um sich selber und alles ist so brutal belastend. Und die guten alten Zeiten, ich kann dieses Wort nicht hören, sage ich dir ganz ehrlich, weil es gab keine guten alten Zeiten. Jeder, der ehrlich ist und 1, 2, 3, 4, 5 Generationen rückwärts geht, weiß, dass unsere Eltern, unsere Großeltern und da davor ein 100-mal schwereres Leben hatten wie wir. Mhm. Wir sind wahnsinnig verwöhnt. Meine Generation war schon verwöhnt, ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die meiner Kinder und Enkelkinder, die ist doch extrem verwöhnt, egal ob es Wärme ist, ob es genügend zum Essen ist, ein Dach über dem Kopf. Die haben die Auswahl, die können reisen, die können was weiß ich was. Und trotzdem, wir haben ja mehr Depressionen, wir haben mehr Arbeitslose im Sinne von, dass sie keinen Bock mehr haben. In Deutschland bricht jeder Vierte seine Lehre ab. Früher waren es nicht mal 5%. Mhm. Also das heißt, die heute eine Lehre machen, die halten das gar nicht mehr aus, die sind null belastbar. Wenn ich null belastbar bin, verbrauche ich mehr Adrenalin. Wenn ich null belastbar bin, bin ich viel unglücklicher. Wenn ich null belastbar bin, habe ich keinen Bock mehr, das oder jenes zu machen und schau mir nur. Und dann kommt noch die ganze Medienlage dazu, die mir ja heute beibringt als Stichwort Influencer oder so etwas. Ja, ich muss gar nichts mehr Hartes tun und ich werde reich und schön und glücklich. Dass auch Influencer manchmal brutal viel tun. Jeder denkt auch hier, ja, QS24, der Glock, der macht da ein paar Interviews und verdient ein Schweinegeld mit seinen 7 Inseln, die wir vor kurzem besprochen haben, verstehst du? Ja. Wie hart du arbeitest. Ganz ehrlich, weiß doch gar keiner da draußen, wie viel unglaubliche Arbeit hier hinter deinem Projekt QS24, ich nenne es mal dein, ich weiß, ihr seid mehrere, ja, aber du weißt, was ich meine, ja, das sieht, keiner sieht mehr all das, ja, die Medien gaukeln uns hier ein Leben vor, das nicht existiert, ja, mhm. Dann, wenn ich an die Pornografie denke, Sexualität, wie heute Kinder aufwachsen mit einer, aus meiner Sicht, komplett falschem Weltbild von Sexualität, ein falsches Weltbild von Arbeiten, ein falsches Weltbild von Politik, von Schönheit, ja. Von all diesen Dingen. Ich verstehe, warum das alles Weicheier sind. Ich meine das gar nicht so böse, wie ich das sage. Ja? Ich verstehe das, was da für Prozesse passiert, nur das hilft diesen Generationen nicht. Ja? Diese Generationen müssen wirklich beginnen, von den älteren Generationen wieder was zu lernen und da. Wenn das sich nicht ändert, werden wir ja nicht nur mehr Krebskranke, wir haben ja immer mehr Krebskranke allgemein, ja, und wir haben auch immer mehr, die mehr sterben, aber wir werden auch mehr Depressive haben, wir werden mehr Diabetiker haben, wir werden mehr Rheumatiker haben, wir werden in allen Bereichen mehr Kranke haben, ja. Wenn man sich immer diesen Vorstellungen gerecht werden will, die uns da suggeriert werden, ja, können wir ja nur scheitern. Ja. Das ist ja auch eine Scheinwelt, die ist ja gar nicht, das ist nicht real. Ja. Aber wir orientieren uns daran, oder? Ja. Sage ich auch immer wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sind nämlich gut genug, so wie Sie sind, so sind Sie nämlich großartig und ein absolutes Individuum. Und das finde ich immer wieder schön, den Menschen zu zeigen, dass so, wie sie gebaut sind, der liebe Gott hat sich was gedacht, ja, oder? Es ist schon perfekt. Ja. Und wir müssen nicht so werden, wie uns die Menschen von außen gerne haben möchten. Überhaupt nicht. Weder von den Eltern, nicht, noch von den Kindern, noch vom Umfeld, sondern einfach so bleiben, wie man ist. Und hier nur ein letzter Punkt. Ich beneide die Jugend heute um ihre Chancen. Ich hatte die nicht vor 40 Jahren, als ich hatte nicht diese Möglichkeit zu reisen in dem Sinne. Ich hatte nicht die Möglichkeit, Berufe so auszuwählen. Ich hatte nicht die Möglichkeit, mich so individuell zu verwirklichen, weißt. Die Jugend hat es heute,
aber sie schafft es nicht mehr. Sie hat ja für andere Probleme, eben weil man vielleicht gewissen Dingen halt gerecht werden müsste, was wir vielleicht, weniger hatten, oder? Weil wir funktionieren mussten. Ja. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Lothar Hirneisen. Sehr gerne, sehr schön. Ich fand das ein ganz bedeutsames und wichtiges Thema für alle Damen, die wirklich da irgendwie mit einem Problem konfrontiert sind, es einfach auch mal aus dieser Sicht her zu sehen, was uns der Experte heute auch vermittelt hat, es ganzheitlich zu sehen und gewisse Punkte halt einfach mal loszulassen, loszuwerden zu Entgiftungen, über Ernährung oder eben ganz andere Ansätze zu verfolgen. Jetzt muss ich aber noch eine Klammer machen. Ja. Ich hatte nämlich kürzlich jemand hier, der hat mit Ozontherapie hochdosiert, intravenös. Ja. Und dann hat er mir plötzlich von einer Ozoncreme gesprochen. Ja. Und doch, ja, Ozoncreme an der Brust müsste doch auch was bringen, oder? Ja, ich meine, du brauchst ja nur mal, wenn du eine Grippe hast, und dann machst du so eine Ozon, so eine Eigentherapie oder sowas, da geht es dir einfach nach einer Stunde schon deutlich besser. Aber was ist ein ozonchemisch gesehen? O3. Ja, also es sind drei Sauerstoffmoleküle. Mhm. Ja. Das ist auf gut Deutsch gesagt, wir sind jetzt wieder beim Strom, bei den Elektronen, bei der Energie und wir vergessen ganz, dass wir Energiewesen sind. Mhm. Ja, wir sind einfach Energiewesen und wenn wir mehr an Energie von außen aufnehmen können, durch Nahrung, durch Tageslicht, durch Cremes, durch Ozon, durch Sauerstoffinfusionen, was auch immer. Wenn unser Körper in der Lage ist, damit umzugehen, weil das ist die Grundvoraussetzung. Nicht jeder Körper, dem man Ozon gibt, kann das auch aufnehmen. Ja? Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, das aufzunehmen, dann hast du natürlich mehr Energie und der Körper fängt an zu reparieren und fängt an, ein Symptom wegzumachen. Absolut, ja. Mhm. Also das ist euer Ansatz, auch im 3E-Zentrum, alle Register ziehen, ja, definitiv. Danke vielmals. Bitte schön. Und Ihnen auch alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.